Wir fahren weiterhin das Turnier mit Eddies Bestem aufgebaut und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Underground. Das nächste Rennen, also Todd ist aktuell punktgleich mit uns auf Platz 1. Wie viele Rennen gibt's? Ist das jetzt schon das letzte? Also bestenfalls kommen wir einfach als Erster ins Ziel, keine Frage, und dann hat sich zumindest vorerst das Problem gelöst. Dann mal los, das dritte Rennen. Wie wird das denn sein? Wie wird die Strecke sein? Wieder mal eine gute Frage. Es wird schon mal wieder interessant mit einigen Abkürzungen oder verschiedene Herangehensweisen. Ich werde, glaube ich, hier meine altbewährte Ecke nehmen und da war wieder, ich glaube, ja, ganz sicher sogar durch das Script bedingt, diese eine Wand da an dieser Stelle, die wir schon kennen. Wir bleiben vorne. Wir konnten uns behaupten. So, da hinten summt es. Aber der kann von mir aus da hinten summen, was er will. Hauptsache, er bleibt hinten und summt. Ach, die Ecke, wenn ich jetzt hier oben rausfahre und mich nach außen tragen lasse, dann ist doch hier diese Ecke. Und der Typ da. Der Summer. Der Mitsubishi ist auf Platz 2. Ist das Todd? Ich habe mir nicht die Wagen und die Fahrer gemerkt. Oh, da ist er. Der kommt jetzt aber an. Wer ist denn das? Ist das Todd? Es ist auf jeden Fall der Mitsubishi. Da brauche ich auch keine Anzeige oben. Das erkenne ich auch so. Aber hinter uns ist mal wieder weit nichts. Es ist Todd, okay. Dann heißt es auf jeden Fall wieder überholen. Ansonsten, ja, ist das Turnier eben schon zu Ende. Wir müssen es nämlich nochmal angehen, zumindest eine Rennen. Oder? Tja, wir gewinnen halt. Dann ist alles gelöst. Gewinnen, 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 egal wie. No, das war beinahe ziemlicher Scheiß. Wird das noch ein Scheiß? Ja. Jetzt sind wir nur noch auf Platz 3. Also wenn jetzt kein Wunder mehr passiert, dann bleiben wir hinter dem ersten Platz. Wir kommen zwar wieder näher, aber das ist gummibandbedingt. Wir müssen dann eben auch noch vorbeikommen. Vielleicht bleibt der ganz vorne, der Todd, im Gegenverkehr hängen. Das wäre ganz schön. Bitte, lieber Todd, sei lieb. Ich verspreche dir auch, ich werde dich nicht lieb haben. Aber wir werden nicht mal Zweiter. Dann gehe ich das gleich schon mal von vorne an. Die paar Meter kann ich mir jetzt auch sparen. Bleibst du weg, Todd. Bestenfalls, wir konzentrieren uns gleich auf ihn. Aber nicht so sehr auf einen, ja, auf einen Fahrer konzentrieren. Das hat auch Alonso 2010. Nee, das war jetzt dem Gelben bedingt das Lachen. Hat ihm auch 2010 den Weltmeistertitel gekostet. So, jetzt haben wir einen guten Vorsprung. Aber wir haben ja auch im letzten Rennen geführt. Trotz ein paar Schwierigkeiten. Und am Ende haben wir es eben nicht gewinnen können. Nicht unbedingt am Ende, sondern eben ab der zweiten Hälfte. Aber nicht gewonnen ist letztendlich nicht gewonnen. Ganz einfach. Da sind wir jetzt also schon wirklich... Wir haben Finale. Also Finale von dem Spiel zu sprechen, heißt eigentlich, sagen wir mal, die letzten 3, 4, vielleicht 5 Folgen. Aber da sind wir noch weit weg. Aber wir kämpfen, sind eben schon teilweise auf dem dritten Platz von den Ranglisten. Wir kämpfen auf jeden Fall um das Treppchen und dann eben gegen Eddie um die Führungsposition. Hier im Untergrund. Na gut, der war jetzt nicht so schlimm, ist nämlich nicht der Todd. Aber vorne bleiben würde ich dennoch gerne. Oh, Papa, ich wollte vorne bleiben, habe ich gesagt. Nee. Bringt es nicht, da zu warten. Den Wagen stellt sich wieder auf. Also Platz 2 hinter einem Nicht-Todd wäre noch in Ordnung. Und Todd könnte von mir aus ruhig Vierter werden.
dann wird es nochmal spannend, wenn es noch ein weiteres Rennen geben sollte. Da vorne kommt ja schon wieder das Ziel und hier hebt man immer ab, deswegen bekomme ich die Kurve oft gar nicht. Oh, da kommt er an. Schnell wild umherfahren, das ist Todd gewesen. Aber es war noch gar nicht die letzte Runde. Ui. Da habe ich mal wieder was verpasst. Oh nein. Nein, ich habe den, der dem Todd die Punkte wegnehmen könnte, in die Mauer gesetzt. Scheiße. Das war taktisch unklug. Und das war auch unklug, denn da bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Musste einfach mal einem Reiz nachgehen. Einem juckenden Reiz. Ich sehe wieder nichts. Herr Overseer. Zwei hinter uns sind recht nah beieinander. Recht weit weg von uns. Ich hoffe mal, Todd ist in der richtigen Position, sprich weiter hinten. Vielleicht sogar vierter. Ihr könnt da immer wieder die ganze Zeit drauf schauen, aber ich habe dafür keine Zeit. Ich muss nämlich schauen. Okay, Todd ist zweiter, der Mitsubishi. Ich muss schauen, dass ich hier gut über die Runden komme. Aber wenn das jetzt schon das letzte Rennen war, dann haben wir den Gesamtsieg. Und das würde uns ja schon reichen. Jawohl. Glückwunsch. Level 3. Die letzten Teile in Sachen Leistung, Leichtbau, Aufhängung und Nitro. Aufhängung, Nitro, genau. Weiter, ohne Frage. Tunen, dann haben wir das Maximum an Leistung und eben auch Stufe 3 vom Nitro. Fein. Extremleistung. Türen und Kofferraumdeckel durch leichtes Material ersetzen, überflüssige Innenausstattung und Rahmen kürzen und mit Schaum ausfüllen. Gut. Ich finde das immer irgendwie interessant, was in dem Wagen eigentlich vorgenommen wird. Wird zwar hier nicht wirklich so vorgenommen, aber das ist einfach die Erklärung, warum der Wagen jetzt schneller wird, warum der jetzt einfach besser in der Kurve liegt. Finde ich wirklich ganz gut gemacht. Front und Heck. Turmstrebe, Front- und Heck-Stabilisatoren und Lager upgraden. Der Wagen sitzt erstmal einfach tiefer. Achso, das war die zweite Stufe. Gewinnte Stoßdämpfer mit justierbaren Lagerköpfen. So war der Wagen mit der Werksausstattung und so ist er jetzt. Und Lachgas, oder? Ne, Direkteinspritzung. Hatten wir schon Lachgas? Nö. Na dann, rein damit. Also Höchstgeschwindigkeit, da kann sich der Wagen ja alle mal sehen lassen. Auch Beschleunigung, Handling ist eben das schlechteste von dreien, aber nicht wirklich schlecht in dem Sinne. Oh, und es wird wieder gedriftet auf der so tollen Strecke. Vier Runden. Ich gehe es mal wieder auf schwer an. Nur Tanaka steht zwischen dir und Rang 3. Schieb ihn aus dem Weg und hol dir, was dir zusteht. Das machen wir doch gerne. Wie sie wieder jubeln und hupen und wir sehen keinen von ihm. So, wieder umstellen. Ich muss mit der Handbremse arbeiten. Das war schon mal ein ziemlich beschissener Start. Ups. Hä, wir sind angeschlagen, aber er hat es nicht bemerkt. Auch gut. So, hier mit deutlich weniger Geschwindigkeit reingehen, aber ich mache das nochmal. Ist zwar schon der zweite Versuch, aber der Start war einfach richtig beschissen. Gut, er war jetzt auch nicht viel besser, aber besser als vorhin eben. Als gerade. Na, ich bin nicht in der Extra-Punkte-Bonus-Zone gewesen beim Anfang, schade. Nein. Ach nö, so kurz vor dem schönen Ringel da unten. Ja, ich drehe gleich um. Na, ob das noch was wird. So nicht. Nochmal. Nee, da bin ich einfach mit mir selbst unzufrieden und so wird das auch nicht so schwer. Brauchen wir uns nichts vormachen. Ach, angeschlagen, schade. Das war zu langsam und eine ganze Drehung, super. Na, schon wieder. Und schon wieder. Es bringt zwar ordentlich Punkte, aber es hätte deutlich besser sein können.
Oh, das war ein cooler Drift. So kurz und so punktreich. Oh, jetzt passt es gerade. Oh, da habe ich die Handbremse zu früh losgelassen. Ach nö. Wieder bei Level 1. Stufe 1 mal 1. Aber hier können wir wieder immer was rausholen. Oh, angeschlagen, aber hat es nicht bemerkt. Fein. Ah, diesmal war es eindeutig. Also wir führen gerade recht deutlich, aber das dürfen wir... Wir dürfen nicht nachlassen, ansonsten sind die Punkte ganz schnell wieder weg, die Vorsprungspunkte. Zu viel. Jetzt kommt er nämlich wieder näher. Der Zweitplatzierte. Pardon. So. Uiuiui, der war unglaublich. Aber der hat nicht gezählt, oder? Also eine Runde haben wir noch, obwohl wir führen deutlich, der kann doch gezählt haben. Waren das die 24.105? Ich konnte es nicht wirklich, ouch, erfassen. Jetzt sind wir wieder deutlich näher rangekommen. Nicht stehen bleiben, nicht anschlagen. Naja, immerhin mal zwei noch. Oh, mit mal fünf da reingehen. Ja, war schon mal besser. Aber immerhin ein paar wichtige Punkte. Ach, die waren auch wichtig, aber schaffen wir das? Reicht das? Der zieht ja gleich mit seinen Punkten noch nach. Ich bin skeptisch. Es hat gereicht, und zwar recht deutlich. Tanaka ist Zweiter geworden. Tanaka, Takashi und Kirby. Was macht denn das Spiel hier in Underground? Flammenvinyl, Level 3, wieder ein paar Sponsoren. Was war das letzte? Ach so. Okay, von mir aus. Dann, wenn ihr unbedingt wollt, dass wir auf eurem Cover stehen. Oh Mann, du bist auf der Titelseite von Maxi Tuning. Maxi Tuning? Ist das da unten Maxi? A la cabeza del Tuning oder wie auch immer. Chats neuer Liebling, ein Sprint und ein sehr verwinkelter Sprint. Oh, das kann ja was werden. Ach, du willst mich herausfordern? Okay, ich zeig dir, wie die großen Jungs spielen. So, so. Chat hat ein paar neue Reifen und meint, er könnte dir damit was anhaben. Sind wir mal gespannt. Aber der geht ja schon mal an die Sache heran, dass wir gar nicht so schlecht sind. Er denkt, er könnte dir damit was anhaben. Oh, ein Skyline mit den gleichen Rückleuchten. Aber die haben deutlich andere Lackierung als wir, die zur Verfügung stehen haben. Ist ja schade. Autsch. Der Skyline ist ganz schön breit, der grüne da. Der grün-türkis-blau-farbende Frosch. Eine Runde ist ja klar, weil Sprint. Ich schaue immer wieder mal hoch, um zu schauen, ob nicht doch nochmal eine Prozentanzeige aufkommt. Aber die gibt es hier im Spiel nicht. Weiß gar nicht, ob sie dann auch schon in Underground 2 gibt. In Most Wanted ja auf jeden Fall, du Drecksack, Mann. Der fährt jetzt die Abkürzung, das hätten wir auch machen können mit dieser Geschwindigkeit, aber da standen wir ja völlig verkehrt zu. Haust du ab, der hat ja mehr Schwung, schade. Och nö. Aha. Na, ich dachte schon über das Ziel, aber nee, das ist unser Startpunkt. Oder vielleicht doch das Ziel? Das Ziel bloß eben noch eine ganze Ecke weiter. Oh Gott. Nee, lass uns in Ruhe. Njum. Wir fahren immerhin schon 75 Minuten, ich fahre rechts vorbei. Entgegen seiner Kommrichtung. So, jetzt kommt nochmal die Baustelle. Da ist er. Das war die Handbremse. Ich wollte Nitro ziehen und habe einfach mal, weil ich noch die Hand beim Driften auch Shift hatte, denn ein Finger,
war ich da jetzt immer noch und hab's einfach mal gedrückt. Und es war falsch, aber wir führen ja, also von daher war es gar nicht mal so schlecht. Und da vorne ist das Ziel, oder? Er sieht ganz stark danach aus. Chat? Obwohl, ich freue mich mal nicht so früh. Chat, deine neuen Reifen sind Müll. Na wo's? Ob's an den Reifen lag? Das Material ist es ja nicht immer. Chat ist Zweiter geworden. Und dieser KAZ ist Letzter mit einem gewaltigen Rückstand. Er hatte auch einen Skyline, also am Wagen kann es nicht gelegen haben. Spoiler Level 3. Und wir sind jetzt hier auch an Chat vorbei, oder? Moment, erst Spoiler angucken. Aber ich glaube, wir haben schon die besten, oder? Die von Samantha immerhin. Also was soll denn falsch denn da bitte besser sein? Sieht irgendwie gerade blöd aus, die Ansicht. Nö, wir bleiben bei unserem. Jo, ich bleib immer noch bei ihm. Sieht dezent aus. Und eben auch, ja, sehr schick. Sprint im Kreuzfeuer gegen wen denn? Ich bin's, Bruder. Krass, wie du Eddies Amigos im letzten Rennen ausgenommen hast. Naja, jetzt geht's auf Platz 3 der Sprints. Schade, dass Samantha nicht hier ist. Ja, aber wir hören sie noch, zumindest bei den Covern. Das war doch José, oder? Naja, ob ich ihn schon leiden kann, weiß ja nicht. Je näher du Platz 1 kommst, desto härter wird der Wettbewerb. Platz 3 ist der nächste auf deiner Liste, also auf in den Kampf! Und da raucht's gewaltig. Hier auf in den Kampf. Ich trinke noch einen Schluck, weil es scheint wieder länger zu dauern. Oh, das ist ja auch ein Skyline. Aber nicht unser. Oh, alle vier Wagen weiß. Das Duell der Weißen. Nee, ist ein Honda Civic da außen. Den kennen wir ja auch zu gut. Den haben wir ja zu Beginn. Das war ja unser erster Wagen gefahren. Ah, die Ecke hinten kennen wir schon. Die sind wir ja gerade erst gefahren. Also ich gerade erst. Weil in der Folge war das hier nicht, ne? Nee, glaub nicht. Das war vor ein oder zwei Folgen, als wir eben diese Ecke hier hinten hatten. Oh. Es splatscht wieder. Wer führt denn da? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Halt, hier ist die Polizei. Fahren Sie auf Platz 2. Oder wogegen, ist mir auch recht. Ah, es macht einfach immer wieder Spaß. Vor allem, wenn man sowas Blödes macht. Also einfach so eine blöde Anmoderation. Oder einfach generell so eine Blöderei. Aber solche Momente, die gehören einfach zum Let's Play dazu. So, werde ich die Abkürzung nehmen? Ich weiß noch nicht. Ja, komm, ich gebe sie mir. Zu früh. Hätte ich nicht so ankündigen sollen. Hallo, du da hinten Bleiber. Oh, da schon das Ziel. Oh, das war ein kurzer Sprint. Na, ist es da vom Park, oder? Ne, da drin. Okay, dann springen wir. Ehe die noch... Oh, scheiße. Jetzt habe ich es verschmissen, oder? Ne, wir haben es noch gewonnen. Zum Glück. Hätte ich nicht zurücksetzen gedrückt, wäre es das gewesen. Ganz sicher sogar. Puh, das war wichtig und knapp und überhaupt. Aber immerhin im ersten Anlauf geschafft. Jetzt sind wir auch Dritter im Sprintmodus. Wir sind jetzt gerade überall Dritter, oder? Na klar, weiter. Wir können ja mal kurz nachschauen. Also bei den Rundkursen, da ist Eddie gar nicht dabei. Da ist der Kurt Erster. Dann kommt Sparks. Dann kommen wir. Samantha ist ja auch nicht dabei. Dafür ist hier José. Sprint. Da ist Chad vorne. Vince. Und ansonsten auch kein Eddie. Todd, Hector, Stan, Clutch. Okay, dann ist der bloß ein... Hä, ist der in Gesamtwertung vorne? Wo ist denn der Eddie hin? Drift ist klar. Tanaka und Takashi, die kennen wir ja schon. Dirt ist da vorne noch. Und Fish. Ach, weil sich Eddie zurückgezogen hat?
Ist es, glaube ich, deswegen, oder? Dass der hier nirgendwo dabei ist. Er hat ja gesagt, er zieht sich erstmal zurück, solange einfach keiner kommt, der ihn schlagen kann. Und das ist dann wohl der Fall oder der Grund, warum wir ihn hier nirgendwo mehr sehen. Und Samantha, die wurde ja abgeschleppt. Nur nicht von uns. Und deswegen ist sie auch nirgendwo mehr dabei. Nun gut, dann würde ich sagen, wir sind jetzt überall Dritter, in den nächsten Folgen kümmern, dass wir erstmal Zweiter werden und dann irgendwann Erster und vielleicht meldet sich dann wieder der Eddie und hat wieder Geld für ein Taxi für uns. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.